herzlich willkommen zurück bei Chris Tailwind. Ich freue mich sehr. Ja, tue ich auch mal ab und zu. Warum freue ich mich sehr? Ich kann endlich wieder, oder was heißt ich kann? Ich könnte schon länger, aber ich mache endlich wieder eine Review von Iron Man Hot Toys. Langsam muss ich mal wieder in die Pötte kommen. Es hat sich ein bisschen was angesammelt. Mittlerweile habe ich noch, ich glaube, 7 oder 8 Figuren, die ich nicht reviewed habe, die ich euch noch präsentieren will. Also es kommt noch einiges auf euch zu. Wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet, ich habe vor kurzem ein Video hochgeladen, wo ich bei Hot Toys, bei Secret Base in Hongkong war und heimlich gefilmt habe. Wenn euch das interessiert, schaut euch das Video mal an. Ist echt interessantes Zeug dabei. Einfach nur geil. Auf jeden Fall geht es heute wieder um Iron Man, wie schon gesagt. Und zwar geht es um den Mark III Construction. Das Besondere an dieser Figur ist, es ist ein halber Iron Man. Kostet aber das Ganze normal wie ein ganzer. Es ist eigentlich nur der Oberkörper, der Torso vom Iron Man Mark III. Der, der Name schon ins Construction ist, also unter Konstruktion ist, sieht am Ende richtig cool aus, wie ich finde. Also ihr könnt den schön aufhängen, das sehen wir auch gleich nochmal auf dem Tisch. Wie ihr seht, Verpackung ist relativ simpel gehalten. Mark III Construction ist hier in schön Gold geschrieben. Sonst alles in diesem matt-rot, Iron Man Rot. Auf der Rückseite haben wir wieder ein bisschen Story, die ganzen Leute. Packen wir aber einfach mal aus, weil ich finde Verpackung, das interessiert eigentlich nicht so viele Leute, oder? Karton zur Seite. Dann steht hier natürlich wieder der Mark III Construction Version und wer daran beteiligt ist, wer was gemacht hat, die Crew, die das Ganze fabriziert und gesculptet hat und gepainted und ingeniert. So, in der Verpackung, ist relativ leicht, logisch, weil ist ja nicht viel drin, ist ja nur eine halbe Figur. Torso, also Unterhalttorso, dann Brustpanzer und hier haben wir die Ketten drin, was natürlich auch echte Metallketten sind. Aber das schauen wir jetzt alles nochmal genau im Detail an. Im Prinzip ist das genau das, was in der Verpackung drin ist. Wir haben einmal hier die Batterie, die Autobatterie, die noch nicht beklebt ist. Die Aufkleber sind dann hier vorne drin, in der Beschreibung. Die habt ihr hier. Road Warrior Autobatterie. Dann die Brustpartie. Könnt ihr nachher einfach mit den beiden Stiften, die ihr hier seht, einfach oben einklippen, wenn ihr das möchtet. Der untere Torso. Den könnt ihr einfach hier mit Hilfe der Magnete, die drin sind, unten einfach ranklippen. Und natürlich hier zweimal Kette. Damit wird der Mark nachher hier an den Schultern, seht ihr auch die gleiche Haken, aufgehängt an der oberen Plattform. Das ist die hier, die ist jetzt quasi falsch rum, die wird dann so aufgehängt. Ja, Entschuldigung, seht ihr gar nicht. So aufgehängt nach oben. Das Kabel wird natürlich dann in den Mark gesteckt, beziehungsweise in die Batterie. Und dann habt ihr dann eine richtig coole Base. Das ist der, der Ständer. Ding! Und das ist der Mark an sich. So, wie ihr seht, sehr viele Kabel. Das Anschlusskabel für das Licht ist diesmal jenes. Dann haben wir noch Anschlüsse, die nachher in die Decke kommen. Einmal die beiden und einmal das etwas kürzere Kabel. Wobei ich denke, dass die keine große Funktion haben. Das soll halt nur cool aussehen. So, gehen wir jetzt mal von oben nach unten. Der Kopf. Was ich schade finde, ist, der Kopf ist nicht beweglich. Ihr könnt damit nichts machen. Weder die Plate abnehmen, logischerweise, weil da ganze Elektronik da drin ist, wegen dem Kabel. Ihr könnt nichts bewegen, gar nichts. Ihr könnt, ich weiß gar nicht, Arme, muss ich mal gucken. Nein, würde ich auch nicht machen. Also, das Ding ist starr. Hier seht ihr die beiden Haken. Einmal links, einmal rechts und einmal links. Da kommen nachher hier einfach quasi die Ketten so ran, dass die Ketten dann so runterhängen. Dass der Effekt natürlich auch gegeben ist, dass der dann so rumhaut und rumbaumelt. Zur Brustplatte. Ich zeige euch mal, wie das aussieht mit der Brustplatte. Ihr könnt die Brustplatte, wie gesagt, unten oder oben einhängen. Einfach zack, draufklippen. Brustplatte fertig. Und ihr könnt unten, seht ihr schon da, sind einmal zwei Magnete, die Kontermagnete, wo ihr dann jenes Stück einfach einsetzen könnt. So, und schon hält's. Das ist halt eine Geschmackssache, wie ihr das dann im Display wollt. Ich würde denken, ich mache das komplett ohne alles, dass man schön was sieht. Jetzt kommen wir zu den Kabeln. Ihr seht sehr viele Kabellage. Viele von haben sind natürlich Blind Cables. Das heißt, die haben keine Funktion, die sehen einfach nur gut aus. Was ich auch sehr cool finde, sind die Platinen hier unten. Also ihr seht auch wirklich die Leiterbahnen, so in Gold gehalten und einzelne Prozessoren drauf. Allerdings sind die meiner Ansicht alle nach gleich. Das sind viermal die gleiche Version.
hinten dasselbe wie vorne, nur halt mal nach oben und quasi umgedreht. Der Arm ist sehr weit, sehr offen, also relativ offen. Er soll nachher auch leuchten. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ihr könnt das Ding nicht öffnen. Ihr könnt zwar hier den Arm, seht ihr schon, etwas hoch und runter bewegen, macht aber nicht wirklich viel Sinn. Deswegen lassen wir es mal komplett. Der Arm ist komplett starr. Ihr seht den Repulsor. Ihr seht natürlich die Hand und so weiter. Aber da passiert auch nichts. Gar nichts. Nada. Rückseite ist sehr unspektakulär. Da könnt ihr auch nichts machen. Es sieht einfach nur aus wie Iron Man. Ihr könnt keine Klappen aufmachen. Ihr könnt nichts machen. Das Ding ist einfach nur da. Das war's. Also, es ist ein reines Display. Eine reine Displayfigur. Ihr könnt mit der nichts machen. Kommen wir mal zu Base. Die Base ist uns ganz cool. Metall. Marvel, Iron Man und dann habt ihr so schön die Gitteroptik und eine riesengroße Stark Industries Kiste, die ihr aufmachen könnt, wo dann die Kabellage reingehört. Hier kommt dann der Stand drauf und wenn wir das dann umdrehen, ihr habt die Möglichkeit mit einem Adapter zu arbeiten. Endlich mal nicht nur Batterien, sondern auch ein Adapter und Off-Schalter und natürlich das Batteriefach. Was jetzt neu bei diesem Teil ist, es werden keine Batterien mitgeliefert. Es sind auch keine normalen Knopfbatterien, die nötig sind, sondern es sind AAA-Batterien. So, jetzt kommen hier drei AAA-Batterien rein, die nicht im Umfang enthalten sind. Also ihr müsst die euch selber kaufen. Finde ich schon eine krasse Sache, bei so einer Figur dann auch mal Batterien extra kaufen müssen. Nehmen wir einfach mal jetzt hier drei Stück. Stecken die dann mal schon rein. Zack, zack. Das Ding wieder zumachen und... So, jetzt gucken wir mal, ob da schon was passiert, weil hier sind auch schon ein paar Lampen vorne, ob da auch die auch funktionieren. Oh, fuck off, die sind ja richtig kacke hell. Oh, merke, man sollte nie in LEDs reingucken. Uiuiui. Also die Lampen schon funktionieren schon mal. Nächster Schritt ist, ich baue den jetzt einfach mal auf. So, zur Erklärung nochmal. Wir haben einmal, den mag ich jetzt mal liegen, wir haben jetzt einmal hier ein Kabel. Das kommt in den Marke hinein. Also hier unten ist eine Buchse, die muss man erstmal suchen. Die ist, wo man das sieht, die ist da hinten drin. Das Kabel kann natürlich nur in eine Richtung passen, hoffe ich. Stecken wir mal rein, so. Machen wir mal einen Test, ob das schon funktioniert. Kann ja gar nicht funktionieren, weil die Basis noch gar nicht angeschlossen ist. So. Muss ich gerade mal gucken, wie rum das überhaupt gehören soll. Na, logischerweise so. Deckel kommt oben drauf. Jetzt kommen die Ketten dran. Das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich erst die Ketten an den Mark anbringen. So ein bisschen Fummelarbeit. Die Höhe könnt ihr dann natürlich frei einstellen, wie ihr das möchtet. Ich mache jetzt die maximale Höhe, weil ich natürlich auch gucken muss, dass das Kabel vom Markt in die Box unten reinpasst. So, fertig. Nein, natürlich nicht. Die andere Kette fehlt ja auch noch. Aber die mache ich jetzt erstmal hier oben einmal rein. So. So, jetzt hängt er dann ein bisschen doof rum. Sieht auch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt probiere ich einfach mal das Kabel, was da eigentlich hingehört. Guck mal, ein bisschen rumfummeln. Das muss ja jetzt hier unten rein. Also drehen wir das gerade mal und stecken das jetzt so da rein. Ha, es funktioniert. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt haben wir natürlich noch viel Kabellage, die da lose so durch die Gegend baumelt. Die soll allerdings auch verstaut werden. Jetzt verstehe ich natürlich den Sinn von dieser Autobatterie nicht. Warum habe ich jetzt hier eine Autobatterie, die ich nicht anschließen kann? Autobatterie ist jetzt hier mit drin. Ich habe die jetzt nicht beklebt, weil sieht man ja eh nicht. Von daher brauche ich die Aufkleber auch nicht benutzen. Jetzt kommt natürlich der Moment, auf den wir gewartet haben. Ich mache jetzt mal so ein bisschen das Licht aus, damit man auch was sieht. Ihr seht noch ein bisschen, opala, ihr seht noch ein bisschen was. So, da haben wir den Mark III in Construction Version. Sieht schon krass aus. Was natürlich jetzt nicht so rüberkommt auf der Kamera ist, die Armbeuge hier, die ist blau. Die leuchtet komplett blau. Natürlich der Arc-Reaktor hier an der Hand ist weiß.
Der Arm ist komplett auch blau. Ja klar, weiß. Und die Augen sind natürlich auch weiß. Dann noch die beiden Lampen hier unten, die ihr sonst so zudecken kann. Zack. Und oben sind noch gelbliche Lichter. Ich mach mal zack. Und hier oben sind noch, seht ihr da, links und rechts sind gelbliche Lichter. Ich gucke, ob ich das Blau irgendwie rauskriege. Aber ich denke mal, schon mal ranzoomen. So, wenn ich das mal zuhalte. Dann sieht man, so sieht man das, dass die Dinger blau sind. Jetzt nochmal mal die Brustplatte, beziehungsweise erstmal das Abdomen unten dran. So, aber zack. Und dann noch die Brustplatte dran. Und schon habt ihr euren Mark III hängend im Display. So, liebe Kekse, das ist der Mark III Construction Version. Finde ich an sich eine richtig geile Figur. Also zum Hinstellen, zur Erweiterung von den anderen Tony Stark, Armor Testing Chamber und auch dem Suit Up Turret. Sieht das bestimmt richtig geil aus. Ich kann es ja nachher mal ausprobieren. Beziehungsweise ich kann ja schon mal einen Tony dazu holen. Also als Display-Option eine richtig geile Figur. Wie gesagt, Tony hat auch seinen Spaß daran. Klar, er hat das Ding ja auch gebaut. Ich finde die Base, finde ich cool gemacht. Also mit den vielen Lichtern. Unten zwei, oben zwei. Wobei die oben, finde ich jetzt ein bisschen, die gehen ein bisschen unter. Weil die unten sehr hell sind, also richtig hell sind. Die Beleuchtung vom Mark kommt real geiler rüber, als ich glaube jetzt auf der Kamera. Das Blau ist richtig schön gemacht. Ja, die beiden, klar, das kennt ihr. Wenn ihr die Figur habt, dann wisst ihr, wie das aussieht. Also neu ist für mich halt das Blau. Das mit dem Kabel finde ich sehr geil. Sieht echt gut aus. Ist eine starke Figur. Aber was ich echt schade finde, es ist eine halbe Figur, logisch, klar. Fehlen ja die Beine und sowas alles und tralala, man kann nichts bewegen. Man kann nichts bewegen. Bis auf eben das kleine Stückchen von dem Arm, was ich gezeigt habe, was auch keinen Sinn macht. Für mich jedenfalls nicht. Für den Preis, die wird jetzt mittlerweile gehandelt, also ich habe sie jetzt gesehen, 180 Euro aufwärts gibt es die jetzt schon. Oder die billigste war 152 Euro, ich habe sie gekriegt für 163 Euro. Finde ich für so eine Figur schon echt ein krasser Preis. Zumal bei so einem Preis wäre ich davon ausgegangen, dass die Batterien mit inklusive sind. Es geht hier um drei popelige AAA-Batterien, also Dreifach-A-Batterien, diese kleinen, schmalen. Dass sie, und die können nicht sagen, dass sie keinen Platz mehr hatten in der Verpackung. Das ist Quatsch. Da ist so viel Platz noch dabei. Das finde ich echt schade, dass sowas nicht dabei gelegt wird. Also Hot Toys ist ja bekannt für seinen bescheidenen Kundenservice beziehungsweise für das Ohr der Fans. Aber das hätten sie echt mal machen können. Sculpt-mäßig und also modelliermäßig und aussehen wieder Top-Figur. Klasse. Ich finde es cool, dass ich sie in der Sammlung habe. Werde sie auch nicht so schnell weggeben, denke ich mal. Mir gefällt sie trotzdem, auch wenn sie vom Preis her, Preis-Leistungs-Verhältnis her für mich nicht so wirklich den Sinn macht. Also Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich der Figur vielleicht einen 6 geben. Von 10. Wegen halt der aufgegangenen oder aufgekommenen Sachen, die hier problematisch für mich sind. Aussehen finde ich top, klasse, habe ich schon mal gesagt. Wie findet ihr das denn? Macht solche Figur Sinn? Würdet ihr euch so eine Figur auch kaufen? Oder macht das eigentlich nur Sinn, wenn man auch die ganzen anderen Zubehörteile hat, wie den Suit Up Turret oder halt einen Tony Stark, der mit dem Armor Testing Chamber da rumhantiert, so im Hintergrund als Background Edition. Additional, meine ich natürlich. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, auch wie euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, wäre auch klasse, würde mir weiterhelfen. Und ihr könnt natürlich davon ausgehen, dass noch mehr von den Sachen kommen. Es ist ja so, dass ich die Figuren erst auspacke, wenn ich jetzt hier diese Review mache. Es kribbelt. Wenn jemand Sammler ist, ihr kennt das, ihr habt eine Figur, ihr wollt die auspacken, ihr wollt die in der Hand haben, auf jeden Fall so eine Figur. Das ist richtig schwer. Da steht jetzt, da stehen so 6 Packungen, die nicht aufgepackt sind. Das ist total die Hölle für mich. Ich will die endlich in der Hand haben und auspacken und aufstellen. Deswegen werde ich diese Videos jetzt auch langsam mal in Angriff nehmen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt. Wie gesagt, Däumchen, Kommentar, Abo, klasse. In diesem Sinne, ihr Kekse, Tschüssikowski.